Ich bin ein sogenannter Künstler, der multimedial arbeitet. Ursprünglich war ich Buchhändler, ich habe Buchhändler gelernt und habe dann aber erst nach 30, etwa mit 35, habe ich massiv mit Malen begonnen. Und das ist gekommen, weil ich war in Japan und in Asien und habe da in das Abenteuer Kunst gestürzt und natürlich dann immer erweitert. Das heißt eben von der Malerei weg bis eben zu Soundperformance und so weiter. Am Anfang war ich rein figurativ, also expressionistisch, sagt man so, wie der Expressionismus oder Fauvismus. Und jetzt habe ich dann entwickelt zu Abstraktion und heute mache ich eigentlich mehr abstrakt. Wir haben extra ausgewählt, sehr alte Sachen, also 30, 35-jährige Sachen arbeiten und dann haben wir das gemischt mit neuen Sachen. Und für mich ist einfach interessant, dass man eigentlich gar keinen großen Unterschied sieht, oder? Also zwischen den ganz alten und ganz neuen Bildern, weil ich bin ja auch grundsätzlich überzeugt, dass die Höhlenbewohner genauso modern gemalt haben wie wir heute. Also dass in der Malerei gibt es in diesem Sinne keinen Fortschritt. Jede Generation oder jeder Mensch erlebt die Welt neu und malt sie neu. Im Garten habe ich sogenannte Mikado-Skulpturen. Die sind mehrfarbig. Was da interessant ist, die Skulpturen sind nicht auf ewig gebaut, sondern die kann man abbauen und anderswo wieder aufbauen. Und sie sind nie gleich wie vorher. Es ist irgendwie so ein Putzel, also eben Mikado-artig. Was für mich wichtig ist, dass man nicht stillsteht, dass man nicht nur Bilder malt und wenn man Erfolg hat damit, immer gleich weitermalt, sondern dass man dauernd neue Felder sucht. Oder meine Zukunft wäre dann, weiterzuarbeiten mit Rauch und dann noch mit Kollegen beizuziehen, dass wir das unterlegen können mit Video, mit Sound. Und zwar, wenn möglich, in größeren Räumen, vom Amazonas bis in die Antarktika.